zusammenfügen? Scheinbar. Das hier muss aus dem Weg. Anscheinend müssen nur diese goldenen Teile zusammen. Moment, das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, nur diese kleinen Teile können da rein. Die großen sind, glaube ich, müssen woanders hin. Ja, ich smashe jetzt hier einfach mal wild drauf los. Ist ja wie weil nicht, wo ich sonst dieses Riesending hier hinmachen soll. Vielleicht gehört das auch dazu. Eigentlich wohl kaum. So, erstmal das hier weg. Los, Gerinna, jetzt, bitte. Meine Fresse. So, ja, wohin jetzt mit dem großen Stein? Gibt es hier irgendwie eine Einbuchtung, die größer ist? Die hier hinten? Tatsächlich. Interessant. Gucken, ob ich den jetzt hier wieder wegkriege. Ja. Da muss der anscheinend hier hinten rein. Ja, die ist länger. So. Und nun glaube ich zu wissen, was man machen muss. Und zwar das Ding hier hinten nach hinten schieben. Mit dem Ding zusammen. Dann das hier wieder entfernen. Hinter das Teil schieben. Das Goldene wieder zurück. Das dafür rein. Und sich dann siegreich am Sack kratzen. Was haltet ihr davon? Ich halte das für ziemlich plausibel. Bums. Da haben wir sie wieder. Die große Brücke am Quai. Ja, wieder ein großer Laufweg. Wieder ein Tick. Mehr Zeit, um Kaffee zu trinken. Herrlich. Herrlich. Ich habe seit meinem letzten... Seit meinem letzten Fehlversuch bei The Witcher mit meinem Mikrofon immer die Angst, dass mein Ton immer nicht richtig aufgenommen wird. Deswegen gucke ich ab und an immer hier mal auf meinem PC, ob alles richtig ist. Aber jetzt sieht es noch gut aus. Nicht, dass mir wieder der Ton flöten geht oder sowas. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal das Beste, während wir hier durch diesen großen Cheerio laufen. Und ich denke, wenn wir das Spiel jetzt durch haben, werde ich mich vielleicht noch dran setzen und eine neue Serie anfangen. Denn das Spiel haben wir ja dann relativ fix durchgezogen. Da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Identität der Ahnen. Unsere Wissenschaftler haben heute eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Wir hatten bisher angenommen, dass die Portalebauer diese Planeten verlassen hatten oder von den Wurzelkreaturen getötet worden waren, aber wir lagen falsch. Die Portalebauer sind lediglich von einer fortgeschrittenen Form der pflanzenartigen Spezies, die den Planeten bedeckt. Was? Nochmal? Die Portalebauer sind lediglich eine fortgeschrittene Form der pflanzenartigen Spezies, die den Planeten bedeckt. Sie müssen die Welt schon vor Äonen kolonisiert haben und betrachteten eine Vielzahl von Schwesterarten, mit die auf dem Planeten ausgesät wurden. Ja, okay. Ich lese gerade wirklich Scheiße zusammen, weil es mich tierisch nervt, dass du da im Hintergrund quatscht. Tatsächlich glauben wir, dass die Arten auf dem Planeten weniger ein Ökosystem einzelner Arten ist, sondern vielmehr ein dichtes, weltumspannendes Netzwerk.
Es gibt einige größere und einige kleinere Arten, aber alle scheinen mit Hilfe des allgegenwärtigen Wurzels zu kommunizieren, dem grünen Feuer, das für das Leben auf dem Planeten entscheidend ist. Wenn man all dies bedenkt und wie die Wurzeln grenzenlose Formen imitieren können, haben wir es mit einer überlegenen und außerordentlichen Lebensform zu tun. Ja, und somit sei doch bestätigt, dass die Tante hier die Mutter aller Pflanzen ist und damit auch der Kern des Ganzen. Das bedeutet, rechnen wir mal zusammen, wenn wir das jetzt logisch angehen, dann ist sie verantwortlich dafür, wie und vor allem, was diese Pflanzen machen und wie sie handeln. Die Pflanzen machen Jagd auf uns. Als sie uns hatten, hat sie ihnen befohlen, uns zurückzugeben, also uns freizulassen. Es könnte also sein, dass meine Idee gar nicht so abwegig ist. Wir gucken mal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zu diesem jetzt rot leuchtenden Kasten. Der zeigt bestimmt an, hallo, hallo, ich bin alle. Ich bin kurz vorm Sterben und sie hilft mir. Wetten wir? Wetten wir? Passt auf, so kommt's. I found my wife after searching for several days. She had fallen off some rocks while hiking and was lying unconscious in the woods near our house. I'll never forget. She was covered in leaves and there was moss or something beginning to grow on her toes. Okay. I thought of that a few years ago, and it made me realize how temporary our lives are. Sooner or later, we have to let go. Was passiert denn jetzt? Okay. What? Was? Was ist denn jetzt los? So sah es hier also mal aus. Kommfehler. Blablab, blablab, Signalfehler, ankommende Nachricht. Warum sucht ihr mich hier? Ihr wisst, wo ich bin. Ihr habt mich vor Jahren zurückgelassen. Jetzt findet ihr mich nicht mehr. Der Abstand zwischen uns ist zu groß, räumlich und zeitlich. Hä? Okay. Jetzt wird's nochmal interessant. Habe ich das Gefühl? Das hier, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hätte mir um einiges besser gefallen, quasi auf den Mars zu kommen und zu sehen, scheiße, hier ist richtig Vegetation. Und da ist eine Frau. Ich wusste doch, es hat was mit seiner Frau zu tun. So nicht, Freunde. Meine Frau kriege ich trotzdem wieder. Lass mich doch von euch hier nicht verkackeiern. Ich will meine Frau wieder haben. What? Okay. Das war auch nicht schlecht. Willkommen auf Troll Island. Hold on, I'm coming. So, wo zum Geier bist du? Wo zum Geier bin ich? Das ist die viel größere Frage. Wo muss ich denn hin? Da drüben, oder? Was? Warum? Wieso tut ihr mir das an? Gas, das grüne Licht. Ist eine Scheibe kaputt? Eigentlich nicht, oder?
jeden Fall bin ich jetzt im Inneren des Ganzen, also auf der, an der Wurzel des Übels, könnte man sagen, unter dem Planeten. So sieht es darunter aus. Das lässt sich natürlich jetzt immer noch schwer sagen, war sie jetzt nun böse oder ist sie gut? Lässt sich echt noch immer nicht so richtig erzählen. Verfolgung des Monsters. Die Kreatur hat die Frau in ihren Fängen und sie ist eindeutig verletzt worden. Blutstropfen der Frau leuchten hellgrün auf dem Höhlenboden. Ich hoffe, dass sie noch lebt, aber ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann, wenn das Monster in der Nähe ist. Also sind das doch zwei verschiedene Parteien. Sie hat zwar Einfluss auf die Pflanzen, aber die Pflanzen, also der Planet selbst, wehrt sich gegen die Anwesenheit der Menschen. Kann das vielleicht sein? Ich weiß, das sind jetzt Theorien über Theorien. Aber ich muss ja irgendwie versuchen, das Ganze hier mal aufzuklären. Ansonsten stehe ich da wie Peak 7 und kann nach dem Spiel sagen, und wie war's? War ganz lustig, aber ich habe keine Ahnung, was ich da gespielt habe. Würde jetzt auch nicht sonderlich viel Sinn machen, denke ich. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ich muss auch sagen, dass ich bei Naissance keine blassen Schimmer habe, worum es denn genau ging. Naissance oder Naissance bedeutet ja französisch sowas wie Geburt, Lebensschöpfung. Ist schwer zu sagen. Also ob das jetzt eine ganz, ganz abstrakte Art der Geburt war, kann ich so nicht sagen. Es war tatsächlich eher so eine Art Selbstversuch, so eine Art Selbstreflexion, sich selbst finden vielleicht, verfolgt werden von seinen eigenen Ängsten. Ich habe ja damals auch versucht, irgendwie die einzelnen Abschnitte... Oh, da ist er ja. Die eigenen Abschnitte zu benennen, die Ängste zu benennen, die dort zu sehen waren. Fuck. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist jetzt echt was los. Portale, Wurzelkreaturen. Oh! Oh, ah! Ach, das ist die Kreatur. Das ist das... Stehe. Okay. Und nun? Okay, sie wird jetzt eins mit dieser Pflanze. Ist das jetzt was Gutes? Versorgt sie damit jetzt sozusagen durch die Wurzeln den gesamten Planeten mit neuem Leben? Ist das vielleicht der Punkt? Dadurch, dass das ja ein Netzwerk ist, versprüht sie jetzt das Moos auf den ganzen Planeten und er rekultiviert sich? Geil sieht's ja aus, ne? Aljetta, ich nenne sie trotzdem jetzt Aljetta. Aljettas Opfer, die Frau, der ich gefolgt bin, ist weg. Naja, eigentlich ist sie immer noch hier, überall um mich herum. Sie hat sich zu dem Monster geopfert, um diesen Planeten zu retten. Sie hat bereitwillig ihr Leben rettendes Heilmittel geteilt, auf eigene Gefahr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich hier eher wohlfühlt, verschmolzen mit diesem seltsamen und schönen Ökosystem, das sich in der Gesellschaft von primitiven... als in der Gesellschaft von primitiven Menschen, wie ich einer bin. Wie auch immer, sie rettet mein Leben und das von unzähligen anderen Wesen auf diesem Planeten. Anderen Wesen kann ich jetzt eher nicht berichten. Aber sie hat den Planeten gerettet. Das ist schon mal richtig.
Und cool sieht es dazu auch noch aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell kann sich dieser Planet selbst heilen mit dieser Medizin, die sie jetzt hier angewandt hat? Also im Sinne von, wie schnell schafft es der Planet, sich selbst zu heilen, also selbst auch wieder Pflanzen an den Tag zu bringen, sodass ich meinen Helm abnehmen kann? Versteht ihr, was ich meine? Ich denke schon. So, ich werde jetzt mal etwas ganz, ganz Gewagtes probieren. Seid mir also nicht böse, wenn es nicht klappt. Oder muss ich von da unten hin? Ich versuche jetzt einen Megasprung. Alter Schwede, bin ich gut oder was? Sehr gut, Fox, sehr gut. Klopf dir auf die Schulter, altes Haus. Danke. So, jetzt darüber und dann darunter, oder? Jo. Sehr gut. Das bedeutet, wir sind dafür verantwortlich, dass dann hier wieder Leben eingekehrt ist auf diesem Planeten. Ja, okay. Wir haben also aus dem Lifeless Planet ein Life Planet gemacht. Jedenfalls jetzt wirklich alles durchsetzt hier mit dieser grünen Nebelage. Diesem grünen Moos. Und das könnte dann tatsächlich so aussehen, wie wir das vorhin gesehen haben in dieser Traumsequenz. Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Er ist quasi auf diesen Luftautomaten zugegangen, der ja im Wesentlichen leer war und sagte, er hat keinen Sauerstoff mehr. Dann stürzte er ab auf den Boden dieser Höhle und hat nun wieder Sauerstoff. Liegt es daran, dass sich jetzt schon Sauerstoff bildet auf diesem Planeten oder haben die Entwickler einfach geträumt? Kann man schlecht sagen, oder? Auf jeden Fall fliegen da oben Sporen und allerhand Zeug aus den Spalten. Ich würde schon noch gerne sehen, wie der Planet dann wieder aufblüht und uns das Leben zurückbringt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, vielleicht höchstens noch mit irgendwelchen veränderten DNA oder mit irgendwelchen modifizierten, ja, Keimen, dass der Planet innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden komplett rehabilitiert ist. Schauen wir mal. Was sehr erfreulich ist, dass wir das, diesen Sauerstoff-Bums jetzt eine ganze Weile haben. Das macht mich doch sehr happy. Das macht vor allem auch die Jump-and-Run-Einlagen um einiges leichter. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie vergurkt teilweise diese Steuerung hier ist. Und jetzt senden wir Hilfe und warten dann auf den Planeten, ob uns jemand holt. So, the other portal does lead back to Earth, but hundreds of years in the future. Okay. Das Portal auf diesem Planeten war ein Einwegtransportmechanismus, wie wir nach unserer ersten Ankunft herausfanden. Wir hatten ursprünglich angenommen, es wäre wie jedes andere Portal, dass wir nach Belieben über das gleiche Portalgerät zurückkehren könnten. Aber das war nicht der Fall. Glücklicherweise entdeckten wir schließlich das zweite Portal, das Abreiseportal, das uns wieder nach Hause bringt. Dieses aus zwei Portalen bestehende System war eigentlich sehr effizient für Transportzwecke. Und wir bauten unsere Siedlung darauf auf, dass wir bei Bedarf hin und her reisen konnten. Aber was wir zunächst nicht begriffen, war die durch die Portalreisen verlorene Zeit. Der Transport verläuft sehr schnell, aber die Zeit auf der Erde und auf dem Planeten sind nicht synchron. Wir erkannten schnell, dass in einer Woche in dieser Welt ein Monat auf der Erde verging. Auf die Portale
Als die Portale ausfielen, wurde diese Diskrepanz enorm. Als das Portal der Ankunft ausfiel und so viele Menschen getötet wurden, hatten wir Angst, das Portal der Abreise zu nutzen, um auf die Erde zurückzukehren. Im Laufe der Zeit begannen wir, Dinge auf der anderen Seite zu sehen, die uns unbekannt waren. Es waren seltsame, hochaufregende Strukturen, die viel weiter fortgeschritten waren als alles, was wir je zuvor gesehen hatten. Einige glaubten, dass das Portal die Heimatwelt der Portalerbauer neu kalibriert hätte, aber ich kannte die Wahrheit. Die Bilder in dem Portal waren von der Erde, aber Jahrhunderte in der Zukunft. Leider haben wir unsere Hypothese angesichts der völligen instabilen Energiereaktion des Portals nie getestet. Es war viel wahrscheinlicher, dass wir einen tragischen Transportunfall erleben würden, wenn unsere Kameraden zu Hause versuchen würden, uns zu erreichen. Es gab keine Freiwilligen und schließlich auch keine weiteren Gelegenheit, bevor das Portal dunkel und kalt wurde. Im Nachhinein wünschte ich, wir hätten unsere Chancen genutzt. Aha, also doch so ein bisschen Interstellar-mäßig. Hier komme ich nicht mehr rein. Da war das ja quasi auch so, dass ein paar Minuten auf dem Planeten mehrere Monate auf dem anderen Planeten waren und dann waren sie doch ein ganzes Leben lang weg und dann waren sie in der Zukunft und in so einer Zeitschleife und ach, hör mir auf! Christopher Nolan, irgendwann ist ja auch mal gut. Kannst du auch übertreiben mit Komplexität eines Films. Nee, nee. Also, fassen wir zusammen. Wir sind hier gelandet und haben eine Zivilisation entdeckt, die bereits den Planeten verseucht hat und zerstört hat. Wir haben sie mit Hilfe der Frau wiederhergestellt, die an einer, ja, an einer Mutation litt, die man dann noch verstärkt hat, die sich jetzt für uns geopfert hat. Wir machen also diesen Planeten wieder heil und können durch ein weiteres Portal wieder zurück auf die Erde zurückkehren, allerdings mehrere Jahre in die Zukunft. In der Vergangenheit, hätte ich jetzt gesagt, wird er seine Frau treffen und sie retten. In der Zukunft weiß ich jetzt nicht, was ihm das bringt, aber, ich wette, wir haben etwas Großes auf der Erde verändert. Frage ist jetzt nur, was? Da ist dieses Pflanzenmonster wieder. Die Musik gefällt mir hier sehr gut. An dieser Stelle gerade. Da hinten ist noch so ein Vieh. Ganz viele Pflanzenwesen sind jetzt hier am Erscheinen. Waren das vielleicht die ursprünglichen Bewohner dieser Welt? Riesige Pflanzenwesen. Das würde auch erklären, warum sie größere mechanische Dinge gebaut haben, an die man mit bloßen Händen nicht rankam. Da geht's tief runter. Und das Portal ist auf jeden Fall noch aktiv. Sieh mal einer Schau. Ja, entweder wir gehen jetzt durch und wir erleben eine riesige Veränderung auf der Erde oder diese Pflanzenmenschen kommen mit und rächen sich für diese abscheuliche Art und Weise, ihren Planeten zerstört zu haben. Schauen wir mal. Ich sehe da auf jeden Fall eine gewisse Spiegelung in diesem Portal. Können wir nicht dran drücken. Ist vielleicht auch gut so. Vielleicht hätten wir dann alles in den Arsch gemacht. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin bereit. Wir gehen zurück auf die Erde. Ein letzter Blick. Sieh zurück. Auf eine kleine, feine Reise. Und los geht's. As I understand, you've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again. Even if I'm not here. Okay. Sie ist also nicht gestorben, sondern sie ist nur verunglückt.
Und das ist sie jetzt also, unsere Welt? War es das? Das war es tatsächlich. Lifeless Planet by David Board. Ja, man könnte jetzt also sagen, er ist auf der Erde zurück. Ist in die Zukunft mehr oder weniger gekommen. Es gäbe vielleicht eine Chance, dass er seine Frau wieder sieht. Denn sie war noch am Leben. Er hat sie an lebenserhaltende Geräte angeschlossen. Und ist dann zurück. Ich weiß nicht, wie viele Jahre der jetzt da in die Zukunft, aber es sah schon sehr, sehr weit in die Zukunft aus. Ich weiß nicht, ob er seine Frau jemals wieder sieht. Keine Ahnung. Fazit zu diesem Spiel. Wie fand ich dieses Spiel? Ich fand dieses Spiel recht durchschnittlich. Es war kein überragendes Spiel, definitiv nicht. Dafür gab es einfach zu wenig zu sehen. Es war jetzt aber auch kein sonderlich schlechtes Spiel. Es war so ein typisches Indie-Game. Es wirkte so ein wenig halb fertig. Man hätte definitiv viel mehr draus machen können. Auch die Story hätte man wesentlich besser ausbauen können. Man hat quasi das ganze Spiel über eine Story sehr, sehr in die Länge gezogen. Es wurde quasi schon am Anfang gesagt, hier haben wir welche gewohnt und da ist was passiert und die kamen nicht mehr zurück oder wollten nicht mehr zurück oder haben halt diese Welt zerstört. Und das hat man eben dieses ganze Spiel über uns immer wieder mit gefüttert und man hat sich immer gefragt, gut, das wissen wir jetzt ja alles schon. Wir haben es immer nur aus 10.000 verschiedenen Perspektiven gesehen. Zum Schluss gab es dann nochmal so einen kleinen Aha-Moment. Aber, ich weiß nicht. So richtig vom Hocker gehauen hat's mich definitiv nicht. Well, my wife first of all, and Earth itself, all of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly loved her. Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them. Okay. Nochmal ein mysteriöses Ende hinterher, was uns jetzt auch gar nichts gebracht hat eigentlich. Klar, er hat jetzt nochmal betont, wie sehr er seine Frau liebt und Co. Und diese Radarstation drehte sich jetzt anscheinend um. Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis sein soll, dass es vielleicht noch einen Teil gibt. Wäre ich jetzt nicht abgeneigt, den zu spielen, aber dann müssen mir die Leute hier echt versprechen, dass sie nochmal eine Schippe draufpacken. Es war denn weder grafisch, noch optisch, noch storytechnisch, noch spielerisch ein wirklicher Hingucker. Kann man es mal spielen? Kann man, definitiv, sonst hätte ich es ja jetzt nicht gemacht. Würde ich es euch ans Herz legen? Weiß ich nicht, ob ich es euch ans Herz legen würde. Man kann sich das auf jeden Fall mal angucken, das Game. Ist es ein Must-Have-Titel? Sicherlich nicht. Ist es so ein Titel, der außerhalb der Wertung so ein bisschen dahin sieht, die man mal geguckt haben muss? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Schreibt mir runter, wie es euch gefallen hat, ob ihr sowas nochmal mit mir spielen wollt, in die Richtung so Explorer-mäßig. Hatte ich Spaß? Ich hatte natürlich trotzdem Spaß, wie bei jedem Spiel. Spaß hat es mir trotzdem gemacht. Es war ein bisschen zäh, wir haben das Beste daraus gemacht, würde ich sagen. Ja, viel mehr kann man jetzt dazu auch nicht erzählen. Dafür gibt das Spiel einfach nicht mehr her. Ich sage einfach noch, ich bin der Fox, das ist Full Game Junk. Gemeinsam Games erleben ist unser Motto. Das haben wir auch wieder hier getan. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Let's Play wieder. Und wünsche euch bis dahin eine angenehme Zeit. Bis dahin, tschüssikowski.